Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg, nach wie vor mit den Zwergen. Und das mit dem Speichern passt schon, ich habe nämlich letztens nach der Aufnahme, nachdem ich sie gestoppt habe, nochmal einen Save-Stat gemacht, also es ist ziemlich egal, welchen von beiden ich spiele. Hier seht ihr Dol Guldur grandios verkackt. Ich habe das letztens wirklich unterschätzt, nicht nur die Gegner hier, sondern... Also wo wir zu fünft waren, mussten sie sich ja den ganzen Teil teilen, den ganzen Platz. Und das heißt, sie haben insgesamt, also jede Fraktion hat weniger Ressourcen zur Verfügung, als wenn zwei Leute die halbe Karte haben. Ist logisch, irgendwo. Ne? Wenn fünf Leute sich das gleiche teilen müssen, kommt weniger Ressourcen pro Kopf raus. Insgesamt genauso viel, aber weniger pro Person, also pro Volk hier. Und es hieß dann, ja, weniger Belagerungsteile, und Sauron hatten sie halt mehr zweimal. Das war das. Und wenn ich jetzt hier drauf gucke, was die alles haben, Maschinen, Orks, Krieger, Korsarenhorden, Blubstrolle, Kampftroll, Olifant, Ostlinghorde, ach du Heilige. Ja, wird ganz schön lustig. Aber gut, wir haben noch ein paar Schlachten zu schlagen. Eine zum Beispiel hier in Helm's Klamm, wo Theoden echt denkt, er könnte alleine Helm's Klamm zurückerobern. Ich glaub's ja fast nicht, aber naja, mal schauen. Ich bilde da jetzt einfach aus. Oh, Bogenschützen und Gutes, denke ich mal. Wird schon passen. Also Bogenschützen. Weil Helm's Klamm ist so eine Festung gegen die KI zum Beispiel, die sind ziemlich blöd. Die wollen immer durchs Tor durch. Und naja, vier Bogenschützen-Bataillone reichen halt. Die reichen wirklich komplett aus. Um das zu verteidigen. Das heißt, ich baue jetzt hier erstmal zwei so Bogenschützenbataillone. Na, einen zweiten Baumeister brauche ich tatsächlich nicht. Hier ist so wenig Platz in Helm's Klamm. Das braucht es gerade wirklich nicht. So. Und das sollte dann passen. Und die Wegpunkte baue ich jetzt mal hier vorne hin. Weil da oben bringen wir die Bogenschützen eh nix, also das ist komplett egal. Genau, wir haben hier schön die Vorposten, es gibt ordentlich Kohle. Das heißt für mich, ich kann eigentlich direkt auf die Bogenschützen aus Tal gehen. Wunderschön. Und ja, geht hier noch irgendwo? Ah ja, guckt's ja. Ein Gang, Tunnel, Mine, wie auch immer. Und dann baue ich da unten hier ein und dann kann ich die immer auch evakuieren. Das ist dann eigentlich... Eigentlich ist es egal, wie ich es mache. Aber wenn ich es mal vergesse, sie runterzuschicken, dann laufen sie durch den Wegpunkt automatisch runter. Ist schon ganz gut. Ja, das geht schon. Ich finde es interessant, was für eine Sicht entweder das Tor oder aber dieser Turm hier gibt. Nee, wo ist er? Doch, das ist dieser Turm, oder? Ich dachte, er wäre höher. Also irgendwas auf jeden Fall gibt hier die Sicht. Ich dachte, es wäre der Turm, aber vielleicht auch nicht der Turm. Ich weiß es nicht genau. Oh ne, warte, da waren irgendwo 98%. Und die will ich dann noch haben. Ja, ja, genau, hier, warte mal. 96, 96, 97. Ja, okay, 97. Muss reichen. So, und jetzt kommen sie hier mit einem Bataillon Level 1 Speerschleuderer und hier mit einem Bataillon Soldaten. Aber sie werden halt nichts kaputt machen, ne? Weder den Wall, der 6000 Gesundheit hat. Wie viel Gesundheit hat das Tor? 4000, ja, okay. Da wünsche ich euch viel Spaß. Das wird eine lange Zeit dauern, bis ihr da durch seid mit euren Speeren. Das ist wie, als würde man versuchen, mit bloßen Händen durch eine Steinmauer durchzugehen. So ungefähr, glaube ich, kann man sich das vorstellen. Und es geht zwar, denke ich, aber es dauert halt unglaublich lang. Also ein paar Jahre wirst du schon mit brauchen. Und gut tut's deinen Händen nicht, wenn ich allein schon vorstelle, was für Geräusche das macht. Oh, da graut's mich gleich ganz schlimm. Das geht ja mal überhaupt nicht. Boah, ne. Danke, verzichte. Auf die Geräusche kann ich wirklich verzichten. So, die verbrennen alle. Ich finde es ja cool, dass sie von hier durch das Tor hindurch da die Leute abknallen können. Oder hier durch die ganze Mauer durch. Das sind schon echte Profis. Mit den Bögen. Also ich kann es nicht.
Da wäre jeder Elb wäre stolz drauf. Auf die Leute, die diese Fähigkeiten haben, durch feste Materie durchzuschießen. Und ich meine jetzt nicht Orks oder so, die auch feste Materie sind, sondern ich meine jetzt Steine und Metall. Ne? Mit Feuerpfeilen im Mittelalter. Fantasy-Mittelalter. Das ist schon eine Kunst. Das kann nicht jeder. Ich kann's nicht. Ich denke mal, dass ich mit einem Bogen umgehen könnte. Weil ich habe das mal... Keine Ahnung, ich habe mal... Da gab es bei uns so... Irgendso so ein Mini-Event-Dingsbums in unserer Stadt. Und da gab es halt verschiedene Stände. Das war bei der Realschule. Und da gab es dann so Bögen und Zeugs zu kaufen. Also jetzt nicht die guten, tollen Wow-Heft, sondern einfach bloß so ein gebogenes Holzdings mit irgend so einer Sehne. Auch irgend so ein Plastiksehnenteil oder Kunststoff. Und dann konnte man sich dazu Pfeile kaufen. Oh, halt. Und da gab es tatsächlich welche mit einem Metallbolzen vorne dran. Und ich dachte mir nur so, wow. Und das verkaufen die an Kinder. What? What? Krass. Scheiß doch aufs Waffengesetz. Ist wurscht, ne? Wir verkaufen jetzt Bögen. Bögen mit Eisenbolzen vorne an den Pfeilen. Ja, ist geil. Ja, und ich war dann so klug. Und hab mir dann die mit Gummi vorne geholt. Also die hatten vorne so einen Gumminoppen als Bolzenspitze, als Pfeilspitze. Ich sag doch ein Bolzen. Bolzen sind's bei einer Armbrust. Aber auf jeden Fall halt diesen Gummidingsbums, Gummipfeilspitze. Also der Rest war Holz, die hatten nur so eine Befiederung. Jetzt nicht aus Vogelfederzeug, sondern irgendwas Kunststoffmäßiges. Aber war halt ganz nett, ne? Und ja, damit habe ich dann halt so ein bisschen rumgeschossen. Das ging so um die 30 Meter weit. Also jetzt nicht wirklich weit. Auch nicht sehr zielsicher oder was. Aber es war halt ganz lustig. Und ja, das habe ich dann halt gemacht. Und deswegen denke ich mal, dass ich tatsächlich mit einem Bogen umgehen könnte, wenn ich denn wollte, müsste, whatsoever. Es tät gehen. Ich wäre jetzt nicht der Superbogenschütze und auf bewegliche Ziele ist eh komplett, also wow. Wer mit einem Bogen ein bewegliches Ziel trifft, wow, das ist schwierig. Und ich würde sagen, es ist fast noch schwieriger als mit einer Pistole. Stelle ich jetzt so in den Raum. Ich kann es nicht sagen und nicht beweisen. Keine Ahnung. Aber allein schon der Geschwindigkeitsunterschied zwischen einer Kugel aus einer Pistole und einem Pfeil. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist, aber ich glaube, er ist schon merkbar. Denke ich jetzt mal. Ne? Also das macht, denke ich mal, schon einen Unterschied. Ab einer gewissen Entfernung auch. So. Und ja, das deswegen... Also, ich könnte zwar mit einem Bogen umgehen, aber sicher nicht durch Steine oder Metall schießen. Und mit Sicherheit bräuchte ich 1000 Millionen Versuche, bis ich per Glück irgendwann mal vielleicht ein bewegliches Ziel treffen würde. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass ich vermutlich nicht irgendwie kritisch treffe oder so. Also da kann man froh sein, wenn ich, keine Ahnung, einen Streiftreffer in die Hüfte oder so. Ach du Heilige, da sind gerade eine Menge Leute gestorben. Also das sind dann so die Dinge, wo ich dann, ja, ne, naja. Aber okay. Dafür bin ich hier bei Herr der Ringe ganz okay. Und kann mit Truppen so ein bisschen umgehen. Ich meine, Dol Guldur letzte Folge war echt peinlich. Aber ich hab's halt einfach unterschätzt. Und dann wird das nichts, ne? Wenn man das unterschätzt. Und dann sich denkt, ja, hoho, die können nichts. Und dann kam halt Sauron. Ich vergesse das immer wieder. Der Gegner, wenn er den Ring hat, vergiss es. Das kannst du ihm nicht lassen. Irgendwann hat das Geld. Irgendwann hat er das Geld. Und die Statue gibt mir einen 4% Bonus. Für Infanteriekostensenkung. Und 4% von 500 sind 20. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt nicht so merklich, wow, boom, aber... Es macht etwas aus. Also, what the f... Was ist das denn hier? Was? Die KI backt voll rum. Was geht ab? What? Schaut sich mal hier die ganzen Gehöfte an. Das sind ja zigtausend Millionen Gehöfte. Wow. Was geht ab? Wow. Also, das bringt nicht viel Geld. Das kann ich dir sagen. Ja. Oh, nö. Jetzt kann ich ja nicht hier die Feuerpfeile machen. Naja, wird schon passen. Dann haben halt ein paar keine Feuerpfeile. Ist ja egal.
Naja, macht nichts. Ich durfte halt jetzt mal einfach knapp 1000 Supply in Bogenschützen mit Feuerpfeilen stecken. Frei, weil es mich der Theo den hat machen lassen. Was für ein Idiot. Na gut. Das nehme ich jetzt mal so hin. Und dann gucken wir mal weiter hier. So, da müssen wir noch kämpfen. Aber das schaffen wir schon. Der hat eine Schmiede und irgendein Bataillon. Aber keine Helden, also kann ich ihn ganz easy outproducen, sag ich mal. Ich kann einfach zu spammen mit Truppen. Einfach überrennen. Und ich find's interessant, wie es hier, ich meine, wenn ich mit dem Finger drauf zeige auf dem Bildschirm, das seht ihr ja nicht, aber da die ganzen Grabunholdteile. Oh, die Karte ist cool. Oh, wait a second. Warte mal, warte mal, warte mal. Mach hier mal bitte. Danke. Und dann bauen wir hier so ein bisschen Stuff auf. Und. Okay, perfekt. Passt. Passt. Wo ist denn der Gute? Der kann mal rennen. Es hat nämlich hier. Aber es ist halt bloß ein Gegner, ne? Der hat jetzt hier nicht viele Truppen. Ich nehme dann die Teile hier ein. Später. Und in der Mitte, glaube ich, hat es nichts. Das sind dann bloß diese Grabunhold. Grüfte? Nee. Grabunhold. Es ist auch nicht ein Bau. Wie heißt denn das Ding? Wie heißt es denn? Ah, das ist. Ja, jetzt kann ich nachschauen. Kluft? Gruft? Doch eine Gruft. Ah. Hätte jetzt nicht gedacht. Hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich Gruft heißt. Na gut, okay. So, töt mal den da. Zu spät. Naja. Wo? Oh ja, das ist schön. So. Der Prinz Brand, der kann die töten gehen. Der verteidigt. Der Rest meiner Truppen greift an. Das wird schon passen. Ich meine, die Reiter sind Stufe 2. Scheinen aber keine Upgrades zu haben. Also keine geschmiedeten Klingen oder ähnliches. Na, ist ja schon in Ordnung. Nee, nur Banner 2. Obwohl, warte mal. Oh doch, die haben. Guck mal. Die Schwerter, die glühen. Die müssen geschmiedete Klingen haben. Ha, böse, böse. So, Prinz Brand, mach doch mal hier ein bisschen Schaden. Ja, genau. Hau die mal kaputt hier. Ah, guck mal, wie schön. So, ihr geht's dahin. Dann zerstört er diese Gebäude. Der zerstört halt wirklich eine Menge. Ich glaube fast, der Prinz Brand hat nicht genug Schaden, um die Truppen zu zerstören. Ja, vielleicht schafft das jetzt doch. Ja, wird schon passen. Jetzt rennen sie halt wieder zurück, ne? Das ist halt das Nervige an den Reitern. Aber dafür ist Kavallerie echt gut. Schnell angreifen und zwar ziemlich hart durchgreifen. Das können sie echt gut. Oh, schön, der hat Level 8 erreicht. Das ist auch nett. Das bedeutet nämlich ein bisschen mehr Schaden für mich. Ja. So. Das war das. Weil das wirklich nicht sehr schwer, ne? Oh, naja, gut. Ja. Gucken wir mal. Was haben wir noch? Okay. Wo müssen wir noch hin? Totensümpfe. Totensümpfe, die fehlen uns noch. Und das wird knackig. Das wird sehr knackelig. Die sind nicht mal ausgerüstet. Wir haben einen Streitwagen. Totensümpfe. Ein paar Helden. Oh, warte, da war ein Fliegheld. Ah, aber der kommt noch nicht. Okay. Dann haben wir bloß den Hexenkönig erstmal als Fliegheld und zwei Kavallerie-Helden. Der hat eine Menge Zeugs. Das zu verteidigen wird nicht einfach. Ich probiere es wieder mit den Türmen. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Die Türme, wo ich dann die Bogenschützen reinstellen kann. Und dann werde ich diesmal die Bogenschützen nicht rausnehmen aus den Türmen. Weil letztens, wo ich das gemacht habe, ich habe zwar gewonnen, aber. Ich habe eine Menge Bogenschützen verloren. Und die waren teilweise ausgerüstet. Oder waren sie alle ausgerüstet? Ich glaube schon. Und das war teuer. Und ich hatte einen Helden dabei. Das habe ich jetzt nicht. Das bedeutet, da muss ich auf jeden Fall schön defensiv mich irgendwie aufstellen. Genau. So. Dahin. Wow, das ist jetzt doof.
Das ist jetzt doof, wenn der direkt neben mir ist. Oh, warte mal, da hab ich die Idee. Jetzt pass mal auf. Ihr geht's dahin und der Streitwagen auch. Und dann hoffe ich, dass die Bogenschützen das schaffen. Müsst ganz okay ausschauen. Der nimmt halt wirklich viel Schaden. Weil, genau, hier sind die Gegner. Hier ist ein Gegner irgendwo gespawnt. Olifant. Oh ja, verfolgt's mal den Streitwagen. Das müsste mir gut helfen. Dem werfen wir ein Fass auf den Kopf. Bams, das müsste jetzt brennen. Oh. Oder auch nicht. So. Ah, die Bogenschützen. Die gehen hier hin. Wie gesagt. Die auch. Oh, leider der. Okay. Ne, warte mal. Die bauen wir schön hier auf. Noch hält das Teil. Wie schaut's jetzt da aus? Das ist halt bitter, ne? Weil der Olifant wirklich Schaden macht. Jetzt ist er tot. Da muss man so ein bisschen in die Olifanten, muss man so ein bisschen reinbohren, die Truppen. Und dann geht das schon. So. Schön in die Türme rein. Und dann bauen wir hier noch. Der ist schon fast kaputt, der Turm. Dann spare ich mir das Upgrade, weil der hält das eh nicht lang, ne? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der das hält. Deswegen baue ich das nicht. Aber wer verschwendet? Es wäre. Oh! Die haben. Ah! Okay. Ja, siehst du, zerstört. Den zerstört er mal bitte schnell. So. Dann greift ihr da an. Die Minen sind in Gefahr. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss halt auch jetzt einen Ort finden, wo ich sicher Minen bauen kann. Ich brauche ein bisschen mehr Geld. Aber nicht vergessen, ich sollte auch Truppen ausbilden, weil ich gegen 5 Leute kämpfe. Da muss ich mich jetzt ein bisschen hier ein bisschen drum kümmern. Da, die sterben wahrscheinlich alle, die Bogenschützen. Was schade ist, weil die Stufe 2 sind. Na, vielleicht überlebt er noch. Dann tauschen wir den jetzt aus gegen die hier. Ah, sieht okay aus. Sieht okay aus. Die haben wir noch, die zerstören hier ein bisschen was. Okay. Da hat es noch einen Bogenschützen. So, dann bauen wir jetzt hier die Hüte auf. Und nee, ich will erst die Bogenschützen haben. Ich brauch die Bogenschützen einfach. Das ist einfach meine Einheit. Ah, schaut's mal her. Hier, vielleicht können wir da was zerstören. Die sind Stufe 2, die halten eine Menge aus. Wird aber knapp. Wahrscheinlich schaffen sie es nicht. Und da eine Heilung drauf zu hauen, ist Verschwendung. Oh. Da sollte man weggehen. Oh, mies, dass er mir das wegnimmt. Okay, wo sind meine Bogenschützen? Wo sind die denn? Oh, da stehen sie auch sehr bescheiden. Perfekt, wenn der stirbt, müsste das ganze Bataillon sterben. Nice! Okay, das freut mich halt immer, wenn das funktioniert. Ich werde jetzt erstmal spammen, so richtig Truppen spammen, weil alles andere kann ich mir gerade nicht leisten. Ich kann mir keine wirklich teuren Super-Einheiten leisten. Es geht halt gerade einfach schlecht. Deswegen halt Hüter, Zeugs, Axtkrieger. Das ist noch. Geht's, aber schnell wieder ins Türmchen rein. So. Ich werde jetzt allerdings diesen Tipp beherzigen und hier eine Esse bauen. Und. Oh, der muss weg. Der Aragorn muss weg. Den, wenn du mir tötet, den Aragorn, das wäre super. Oh, der hat Attalas benutzt. Na, das Türmchen fällt. Da muss ich die fast. Ja. Tötet mir bitte den Aragorn, das gibt's doch nicht. So, das da bauen. X für Axt, das ist ein guter Hotkey. Mit dem kann ich arbeiten. Ah, wenn der Aragorn nicht bald stirbt, dann wird das nichts mehr. Der hat zu viel.
Okay, das wird nix. Das brauche ich so nicht mehr weiter versuchen. Das hat sich schon erledigt. Ja. Die hatten einfach zu viel Zeug. Na gut. Ja, meine Truppen waren leider auch nicht ausgerüstet. Die Festung hatte ich auch nicht. Also. Ja, wird. Sie schneiden wieder ein bisschen rein. Ganz so einfach wird es dann doch nicht, wie ich mir gedacht habe. Da muss man echt mal gucken. Also, haben sie es schon nicht schlecht gemacht hier.